Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge Donar Thüringen. Ja, heute werden wir ein bisschen mal Schnee räumen und die Stelle reinigen. Und dann herwesen. Sehr gründlich. Fahren wir die Runde rum. Ich möchte ja morgen Mischfutter füttern und dann gleich unser Lager auffüllen. Mit Heu und Silage. Fahren wir jetzt durch den Stall durch. Es wird mittlerweile schon Nacht. Und durch den Stall, da liegt auch noch Abfälle von den Kühen. Die machen wir Mist und der Kehrbesen macht perfekt sauber und das dauert länger, bis es neu kommt. Mit dem Futtermischwagen, der kratzt nicht so viel weg, das ist nur jetzt ist im Prinzip längere Zeit sauber. Jetzt fahren wir gleich zum nächsten Stall rein, macht auch noch. David den Kehrbesen abmache, sind die anderen Tiere auch Gesundheit mehr auf. Also weit über 50%, ne? Also die waren jetzt aber 0. Das geht auf Dauer nicht. Die Reihe muss eh sein, sonst wird immer zu viel. Kommt man nicht mehr durch. Die leidigen Arbeit im Winter, ne? Schnee räumen. Aber dieser Kehrbesen mit von Kärcher ist gut. Aber den gibt es schon länger als Mod. Denn hier ist noch sauber, also zu sehen ist nichts und so. Von daher. Das sind meine Kälber, links sind die Bullen. Da habe ich 10 Stück von. Eigene Zucht und rechts sind die weiblichen Tiere. Ich glaube 91, glaube ich. Die nächsten sind schon in Arbeit, sagt man das vorsichtig. 0,1 Jahre im Prinzip, also die nächsten. Das ist gut. Erstmal müssen wir hier durchfahren und alles wieder Mist herbringen. Leider hat der Schneefräse nicht gut geklappt, nicht so gut funktioniert. Schiebeschild, ja, aber der macht ja so einen riesen Haufen hin. Und das ist dann für später ungünstig, ne? Hast du so einen riesen Berg? Der taut ja im Frühjahr nicht weg. Im Acker liegt das ungünstig. Aber der macht sogar Rasen weg. Aber der Rest steht kann da liegen bleiben. Der stört nicht so sehr. Ich wollte mal sehen, dass es weggeht. Der Salzstreuer funktioniert auch. Aber da war so viel Salz. Müsste mir mal so ein. Habe ich die Teile überhaupt noch? Das heißt, kurz mal gucken. Garage. Zum Verteiler. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann nimmt man zwei Kärcher und gut ist. Und zwar. Hier. Ah, die Fräse funktioniert nicht.
Und da sind nicht. Bei Grastechnik vielleicht. Ladewagen? Eigentlich nicht, auch nicht logisch. Ballentechnik. Theoretisch könnte das da drin mit drin sein. Aber nur Theorie. Schon nie. Na, das ist Quatsch, das ist möglich. Also Ballentechnik, Tiertechnik, ja, da könnte es sein. Auch nicht. Das ist der Verteiler, das ist drin. Das ist. Wo könnte das sein? Diverses. Da, die brauche ich einmal. Im Winter muss dunkel sein. Ob ich da zwei rankriege, mal schauen. Zurück. Dann brauche ich noch. Die Kirche. Wo finde ich das jetzt? Kirche. Kirche, wo habe ich den gelassen? Wo ist der Zeug? Nicht verkaufen. Also habe ich irgendwo. Da nicht. Gehen wir mit System durch. Oder anders. Kirche. So, eigentlich müsste das gehen, aber bin mir nicht ganz sicher. So. Fahren wir schnell zum Händler. Und eins habe ich ja. Und den zweiten anhängen und dann beide zusammen parallel. Und vielleicht brauche ich sogar drei, mal sehen. Aber wie gesagt, zwei müssten wir eigentlich kommen. So ist ein Tag bei mir in Thüringen. Kaufen, kaufen, kaufen. Naja, nicht immer, ne? Ich brauche eine größere Arbeitsbreite, nützt ja alle nichts. Wenn man richtig viel Schnee fällt, dann haben wir zu tun. So, haben wir noch mehr Licht. Ja, nur die Breite. Aber immerhin. Ja, das ist jetzt 18 Uhr. Wir kaufen das Teil noch und dann wird Nachtruhe begangen. Und Kraut ist ja schon. Bauen das an. Wenn es klappt, fahren wir das Auto zurück. Auto ist ja schon faulreif. Und dann gehen wir rechtzeitig zur Ruhe. Und morgen früh. Schauen wir weiter.
Wir machen morgen einen zweiten Tag. Dann muss ich sehen, was ich denn für ein Thema nehme für den nächsten Livestream. Um die gespannt zu halten. Hier liegt mehr Schnee. Das gefällt mir gar nicht. Die Mission macht ja keinen Sinn, ne? Also, aussaaten, düngen. Entschuldigung. Da haben wir das Bruchstück. So. Drei Punkte, also allerdings weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Ein bisschen Spekulation. Müsste funktionieren. In der Breite schätze ich mal auch. Na gut, andersrum, ne? Das ist genau für keine Seite. Ups. Doch eine helle Farbe nehmen soll. So. So, anbauen, Junge, anbauen. Links. In der Mitte brauchen wir keine. Das sehe ich nämlich schon so, dass keine. Ja, das ist nicht ganz perfekt. Sag mal so, ne? Naja, gut. Das ist besser wie Schmalfahren, ne? Ich könnte auch hinten theoretisch mit dem Salzstreuer zwei Bahnen machen. Wird auch gehen. Aber der Salzstreuer ist ein bisschen zu sehr der Lenkungsmitte. Dann kommen wir einmal zu weit. Also ich brauche nicht testen, das macht er hier sowieso nicht. Hier ist das ja nicht echt ein Grund und Wohnen. So. Na, das geht schief, wenn er fährt. Zurück. Ganz gefallen tut er noch nicht, weil damit was frei ist. Aber mal sehen, ob das ein bisschen mehr nach links und rechts ausreicht und nicht ganz so viel liegen bleibt. Ne? Denn hier wäre ganz gut, ne? Da ist gerade die Straße. Ne? Ein Ritt, zwei Spuren. Wie gesagt, das testen wir, wenn es ist, ne? Im Hof können wir es testen, da geht's. Auf Rappenbrot und Boden geht's nicht. Oh ja, jetzt bin ich müde. Es war ein langer Abend von 18 Uhr, aber ich sag mal nochmal schönen Dank an meine beiden Fans, Tarida, hoffentlich spreche ich richtig aus, und Justus, aber ich weiß, wer die meinen.
hab mich gefreut, dass beide da waren. Vielleicht finden wir noch mehr irgendwann, zwei, drei mehr. Eine Steigerung ist sicherlich möglich, ne? Aber das ist ein guter Anfang. Wenn man zwei, wenn man weiß, dass zwei garantiert reinschauen. Oder fast immer garantiert. Ich meine, es kann sein, dass man nicht klappt. Zwecks keine Zeit oder anderweitige Beschäftigung, kann ich verstehen. So, mal gleich mal testen vorne. So. Dann brauchen wir nicht anschalten, nur fahren, ne? Das kann sein, dass er auch hängen muss. Ach so. Oh. Das geht nicht so, wie ich dachte. Tja. Das muss ich mal durchhalten. Das funktioniert leider nicht. Gut. Zuschauer. Das war leider. Aber gut, war ein Versuch. So, Zuschauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Da geht ein neuer Tag. Und dann geht's weiter. Ja, Kühe versorgen, ne? Der Lenker noch nicht aktiviert, da geht nach links. Böse Lenkung. So, ein Stückchen fahren wir noch. So, dann seid mal einen schönen Tag und schönen Restsonntag. Ich hab's wieder vergessen. Aber immer nicht übel. Schönen Restsonntag und dann tschüss und dann schau. Und mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.